Moin Leute und herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare Folge Nummer 7. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass uns der Wolf wieder entkommen ist, nachdem wir alles daran gesetzt haben, um ihn endlich gefangen zu nehmen und diese ganzen terroristischen Aktionen zu unterbinden. Ja, das war leider nicht von Erfolg gekrönt, deswegen geht unsere glorreiche Mission jetzt weiter, diesmal mit Becky an meiner Seite. Sie wird mich etwas bei den Kommentaren unterstützen, beziehungsweise aus der zweiten Reihe ein paar bissige Kommentare zu meinem Gameplay abgeben. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da oder drückt den Gefällt mir-Button, kommentiert das Video. Ich würde mich freuen, die anderen würden sich freuen und dann wünsche ich euch viel Spaß. Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Al-Mut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Sniper. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier ranhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Der Fahrer hat schon längst angehalten und sie sagt dann, ja, hier anhalten, ne? Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen Schlaf? Nee, meinen eigenen Kameraden kann ich nicht abknallen. Ich kann's ja mal probieren. Oh. Ein verdeckter Ups. Entschuldigung, ich habe ein paar Tage nicht mehr gezockt. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Oh, sehr schön. Soll ich es nochmal probieren? Das war bestimmt ein Versehen, dass nicht das gerade ging. Ist besser in meiner Sprache. Der sieht das gefährlich aus. Der hat bestimmt. Sprache. Ja, ist gut. Die brauchen wir noch. Ich weiß schon, ja. Du hast die besten Tipps für mich beim Spielen. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Jabal, nicht. Seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Quat al-Qatal al-Khassa Admin. Halte uns auf dem Laufenden. Hey, gerade mal so eine Minute wieder im Spiel, ne? Und das Erste, was ich mache, einen Verbündeten abknallen. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex. Oh, gib mir die Sniper. Das an. Gib. 338 Lapur. Ja. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Ja, das ist jetzt meine Snipe. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Adir. Was sagst du? Perfekt wer, für diese Entfernung. Bringt mich um? Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Was soll ich sie hier wieder erschießen? Mal gucken, ob die wirklich panzerbrechend ist. Leg dich flach hin. So wird der Schuss präziser. Oh, ich soll mich hinlegen. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Ah, das. Ja. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Na los. Bin schon dran, komm her. Ja, mach hier den Bus. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Ja, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie weit das weg ist. Ach so, sie wird mir das bestimmt gleich mit den Ferngläsern dann sagen. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. 400 Meter. Ziele zwei Striche daneben. Daneben. Wett? Lass dich nicht von ihr einschüchtern, Alex. Treffer. Alles klar. Ach, ich muss den Wind beachten. Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder. Direkt daneben ist eine Flagge und ich achte nicht darauf. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Hey, ziemlich sorry. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Ich bin halt kacke. Boah, ja. Da wäre ich echt deplatziert. Mich könnte man wirklich bloß als hier menschlicher Schild für... auf was soll ich jetzt eigentlich schießen? Nee, als menschlichen Schild für Panzer oder sowas benutzen. Das blaue Haus hinter dem Hügel. Achso, blaues Haus. Wett. Danke. Du bist ja nett zu mir. Zum blauen Haus. Ja,
Du musst näher ranzoomen, Alex. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. 600 Meter, okay. Schieß, wenn du so weit bist. So, ich weiß, der Wind wird das wahrscheinlich ein bisschen weiter tragen. Ich denke mal... Na, denkst du, ich krieg den beim ersten Mal getroffen? Die Melone, Alex. Auf der Treffer. Alter, bin ich geil. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Ah, Mann. Passt auf, danke, danke. Jetzt sollte alles schmeichel passen. Mein Ego. Schmeichel. Die Umgebung zu meinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte, die Distanz. Verstanden. Mann. Gut, und jetzt gemein. Achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Ich bin doch hier nicht, um Eier zu kraulen, mein Kitschatz. Nichts als Wind. Jo. Nee, ich bin hier nicht zum Eierkraulen. Ja, das erwarte ich auch gar nicht. Ja doch, wenn ich ein Ego streichen soll, schon. Ich hab was. Als wäre mein Ego meine Eier, hä? Dein Ernst jetzt? Du weißt schon, dass das Ganze hier gerade aufgenommen wird, ne? Nur so als kleines Update für dich. Bin ich jetzt blind? Ja. Nur ein paar streunende Hunde. Hier passiert doch nichts. Was soll denn das für eine Folge werden? Sichte weiter die Straße. Ja, mach ich doch. Der Wolf wird bald da sein. Ja, ich sichte die Straße. Ja, hier passiert nichts. Ich würde gerne wissen, aus welcher Richtung. Wahrscheinlich von links, ne? Oh, ich höre was. Rechts? Ja. Da. Verstanden. Nicht angreifen. Was? Wieso Sie nicht? Haben ein Fahrzeug. Das ist ja super. Wir warten, bis die hinter einem Haus sind. Echt jetzt? Ali, ja. Siehst du sie? Sie klettern auf das Dach. Augen aufs Dach, Alex. Ja, kriegen wir hin. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 500 Meter oder was? 400 Meter. 400 Meter. Okay, alles klar. Schieß, wenn du so weit bist. Ich denke mal, das sollte... Los, Alex. Guter Treffer. Noch einer. Bam. Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Okay. Ali, du kannst jetzt hin. Tiefer? Nee, waren 400 Meter. Ich weiß, du hast den Sound gerade nicht, aber... Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Die Mitte. Stimmt. Was ist, wenn du es warte mal, ich kann mal ein bisschen ranzoomen, so. Das muss ich. Also, ganz oben ist ja ganz normal, wenn ich im 200 Meter Bereich bin. Ja, das weiß ich. Jetzt muss ich mal aufpassen, fährt hier irgendwo wer? Ich höre schon wieder was. Ja, da drunter sind halt 200 Meter und da muss ich halt den Wind noch mit einberechnen. Das heißt, wenn etwas 400 Meter weg ist, ne, sagen wir mal die Flagge jetzt, ne, dann kann ich ja nicht hier mit der Mitte zielen, sondern ich muss ja dann mit dem Strich hier dem zweiten Strich. Genau. Genau, beim Flug der Kugel, ne, driftet die ja nach unten wegen der Erdanziehungskraft. Und deswegen musst du höher zielen und nicht tiefer oder so. Shit. Was muss ich denn jetzt machen? Ja. Verstanden. Ah, da hinten. Es geht los. Da kommen Seid welche. Tapfer, Freunde. Alter! Die Soldaten des Wolfs sind hier. Soll ich die Alex. Jetzt alle wegsnipern? Vom Highway. Ich lade mal nach. Verstanden, nicht feuern. Lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein, sie müssen näher ran. Ich könnte ja einfach auf den Tank zielen. Nee. Aber ich weiß, dass das in echt nicht funktionieren würde. Dass das Auto dann explodiert. Okay, was machen wir jetzt? Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Ich seh den Wolf jetzt nicht. Alex. Spreng den Truck, Alex. Okay, wir haben ein paar gekillt. Okay, die haben auch ein paar gekillt. Sie sind rechts vom Bus. Ah. Treffer. Ah, Mist. Den hab ich. Ah. Ah, jetzt bin ich fit. Jetzt hab ich das. Den kriege ich. Voller Treffer! Ups. Ach. Lass mich so leicht ablenken von dem. Gut, einmal nachladen. So.
Du. Du auch. Du auch. Du auch. Brauchst gar nicht erst abhauen. Ach, den habe ich scheiße gesetzt. Ich glaube, das Spiel verzeiht mir auch ein bisschen meine Fehler. Sonst würden nicht so viele sitzen. Alter! Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Scheiße! Granate! Hadir, zieh dein Team zurück! Wir dürfen nicht nachgeben! Tu es! Albi, zurückfallen! Sofort raus da! Schieß auf die Motoren! Halte sie auf! Ziel auf den Motor, Alex! Ah, da ist noch einer. Toller Treffer! Soldaten nähern sich! Feuer! Oh Gott, zu viele. Bitte? Ah. Kommen die auch noch mit Mollys an? Ach, die Weiterentwicklung von Micro. Okay. Jetzt bin ich tot. Ja. Wie schnell sind die denn auf Posi? Oh nein, jetzt sterbe ich durch den Molly. Okay. Oh, mal Schwierigkeit runterschrauben. Nee, ne? Was ist mit Pokémon? Ja, du machst ja keine Nuzlocke-Challenge bei Pokémon. Ich mach das, ja, aber halt dann bloß im Stream, ne? Noch eine andere Pose. Oh, ey, die kriegen es auch jedes Mal hin, mich übelst zu verbrennen. Nachladen. Das ist ja nur kurz raus. Feinde im Innern! Wünschen wir da einen? Eieiei. Die machen schon gut Action, die Leute. Ein bisschen weiter. Oh, what? Boah, Alter! Mörser! Alex, schalte sie aus! Oh, wo kam der Mörser? Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen! Da hinten. Hab ihn. Alles im Weg. Sie sind erledigt. Da ist noch ein Alcatala Mörser-Team. Schalte es aus! Wo ist das nächste Team? Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Wo ist das zweite Team? Ah, da. Im Visier. Hey, sicher. Kollege. Du kannst auch mal sterben. Negativ. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Immer noch?
Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Ach, da hinten. Sehe sie. 600 Meter. Okay. Schieß, Alex. Erster. Mörser-Team ausgeschaltet. Ach, Kontakt. Linke Seite, linke Seite. Mist. Halt den Truck auf, Alex. Ja, ist ja gut. Nimm den Truck. Den Truck. Noch einmal. Sie laufen im Fahrer. Schieß, Alex. Schieß. Er kommt nicht so nah. Oh, jetzt muss ich natürlich nachladen. Oh, alter Falter. Mal ein bisschen früher nachladen. Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Ja. Ich muss jetzt da in den Keller, in die Höhle. Oh ja. Hab hier sogar ein paar gerade aufgehoben. Okay, waren Molotow-Cocktails. Aber ist ja dasselbe. Brauchst du nicht. Ich glaube, ich behalte die Snipe. So. Okay. Blöde Reihe. Oder Geier oder was auch immer das sein wird. Er ist zum dritten Mal abgehauen. Ja. Noch mehr Sprengsätze hat ihr? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden. Und fliegt dann. Alter Abstand. Abgehauen ist wieder über mir. Genau das gleiche. Aha. Voll Leben. Alex. Okay. Captain Price ruft über Funk an. Er meint, es sei dringend. Ja. Oh. Bin ich jetzt blind? Ah, da oben. Captain Price ist am Funk für dich, Alex. Ab zum Funkgerät. Alex, der Wolf ist aus der Stadt geflohen. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch nicht sehen! Sind unterwegs. In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Sehen. Er ist ihn jetzt. Wind hat gedreht. Ah, Mist. Er ist jetzt viel stärker. Das musst du berücksichtigen. Vier Striche nach links. Neue Ziel. Hat vier Striche nach links. Dein Ernst jetzt? Da er positioniert einer. Sich neu. Hab ihn. Erwischt. Guter Schuss, Alex. Alcatala sammelt sich beim Highway. Das könnte er sein! Jetzt haben die schon wieder einen Mörser. Dein Ernst jetzt? Ah, erwischt. Russische Mix! Alter! Wie die alte. Erstmal die ganze Welt hier wegsprengen. Barkovs Armee wird bald da sein. Oh, da ist nichts. Okay. Schwester, Rauch! Weißer Rauch da links! Alex, du musst sie irgendwie aufhalten. Wir kommen nicht zur Panzerung. Ziel auf die Reifen! Ziel auf die Reifen! Weiter so, Alex! Okay. Mist. Weiter so, Alex. Sie decken ihren Feuer.
trifft die nicht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wir sind zu weit vorne. Wir sind zu weit vorne. Okay, also zwei habe ich auf jeden Fall ein bisschen zum Spotten gebracht, aber die anderen habe ich leider. Stehen geblieben. Hier fressen ein paar Mollys. Oh Gott, Leute. Halbe Kraft. Schneller nach, Junge. Oh, ich bin geblendet. Ich seh nix. Wir können nicht warten. Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Kreis. Jetzt hab ich dem Stuhl auch noch eine mit. Au, 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 au. Ja. Ich weiß es nicht. Der hat mich so böse angeguckt. Ich glaube, das war ein russischer Stuhl. Hey, stehen bleiben. Ich will dich erschießen. Alex, danke. Ich habe Waffen im Truck. Hier. Nö, kannst du essen. Ja. Kannst. Wo? Bitte wieder vorne. Ich brauche Deckung. Verstanden. Benutzen wir ihn. Mach schnell die Heckklappe auf. Ich gebe uns Deckung. Aufmachen, Alex! Okay. Gut. Russisches Gas. Ja! Jetzt kriegen die Russen es zurück! Die Gasmaske ist gebunden! Komm schnell! Wie kann ich denn die Gasmaske? Was ist das? Das war von ihrer eigenen Medizin. Was? Wie mache ich denn jetzt meine Gasmaske? Wenn sie es benutzen, dann wir raus. Los, Schwester! Verdammt! Das ist nicht cool! Alter! Ich weiß es nicht. Fuck! Was kommt davon, wenn man mit irgendwelchen Milizen zusammenarbeitet? Die ticken doch alle nicht ganz sauber. Knallen hier erstmal Giftgas raus. Ach, jetzt kommst du mit einer Maske. Ja, danke. Geiler Typ. Nachdem ich halb tot bin. Schwester. Runter von mir! Wie könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester. Schwester! Alex! Hör mir zu! Jetzt frag mir nicht, ob ich dich verstehe und ich deine Entscheidung. Das Gas von den Russen, ja, natürlich hast du das Gas geklaut. Sag es, Farah. Sag's ihr, Alex. Ach, Mann. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.